Bahnhof von Flensburg. Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich bin jetzt gerade in Flensburg angekommen. Heute mache ich den E1 nach Dänemark. Es gibt etwa ja, so bei 32 Kilometer herum. Das ist aber eine leichte Etappe. Und ja, begleitet mich doch einfach. Und so gute Unterhaltung. Ich habe schon den ersten steilen Aufstieg. Also nicht so, dass hier oben alles flach ist. So, wahrscheinlich ein bisschen am Hang entlang. Schön da oben durch. Ich bin ja vor etlichen Jahren hier oben gestartet auf dem E1 Richtung Schweiz und habe schon einen großen Teil zurückgelegt. Ich komme nämlich jetzt schon dort zum Schwarzwald. Jetzt auf der heutigen Tour geht es Richtung Dänemark. Ich werde also, wenn alles gut geht, die Grenze überqueren und nach gut 33 Kilometer werde ich heute mein Ziel erreichen. Ich habe heute Morgen zuerst ziemlich viel Park. Es ist eine schöne Gegend. Jetzt geht es dann schon bald runter an die Flensburger Förde. Jetzt steige ich da ab in die Stadt runter. Und noch eine schöne Anlage. Schön gemacht. Ich habe die Flensburger Förde erreicht. Ganz schön unten. Eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich werde jetzt dann das Wasser hier verlassen
Übrigens gestern ein andermal wieder weiter hier die Förde entlang. Da verläuft auch ja der E6. Ein anderer Fernwanderweg. Da war ich mal vor Jahren dran an dem. So, jetzt geht's da weiter. Und drüben die Sonne. Aufnahmen von der Stadt. Und da vom Hafen. Fischkutter. Ich glaube, den da vorne habe ich schon letztes Mal aufgenommen. Unter Elbe. Die ist auch nicht hier. Schaut euch mal diese Schuhe an. Meiner hängt zum Glück noch nicht oben. Das ist übrigens mein Zeichen hier oben, das obere. Das untere ist vom E6. Das ist das, was ich nicht mache. Ein andermal. Da vorne ist noch fast so was wie ein Stadttor. So, noch einen Blick zurück. Jetzt komme ich dann schon langsam in Außenquartiere von Flensburg. Aber es ist auch noch interessante Straße und das Wetter will, so viel ich sehe, mir auch noch ziemlich gut. Vor kurzem hatte ich noch Regen.
Da vorne sieht man die große Werft. Lenzbuckelförde. Und das da hier drüben, da hier, das ist schon Dänemark. Übrigens, heute bin ich auf verschiedenen Wegen. Das ist der, den ich mache, der Europa-Fernwanderweg Nummer 1. Dann bin ich ein kurzes Stück auf dem Europa-Fernwanderweg Nummer 6. Dann auf dem Gendarmenpfad, auf dem Ochsenweg und noch auf dem Jakobsweg. Das sind also viele bekannte Wege, die ich heute mache. Übrigens, die Grenze geht da hinten durch, wo man die Segelschiffe sieht. Ich werde dann vorher abzweigen und hier das Wasser wieder verlassen. Das da oben, da hier oben, das sind übrigens Inseln. Da bin ich ja schon alles der Küste nach hochgewandert. Und meine nächste Wanderung ist auch wieder hier geplant, also die im Ausland meine ich natürlich. Da gehe ich dann hier oben weiter. Da. Ah, oh, ist doch einfach schön. Schaut mal, wie das steil ist hier. Und da bin ich in Schleswig-Holstein. Und man hat fast das Gefühl, man sei hier an einem schönen See. Dabei ist es eine Art fast so Fjord, ein bisschen flacher. Einen tollen Weg. Und jetzt dann da weiter vorne habe ich dann wieder einen Aufstieg. Das Wasser ist ganz ruhig. Moin. Da ist die Flensburger Förde schon ziemlich breit. Und da noch mal einen Blick Richtung Werft. So, jetzt geht es da weiter. Einen Blick nach Dänemark. Übrigens, einen Weg habe ich noch vergessen zu sagen. Es gibt einen neuen.
wobei er ist nicht ausgeschildert, einen irgendwie so Umweltschutzweg. Der fängt in, am Nordkap oben an, kommt dann da auch Richtung Dänemark runter, über Kopenhagen, dann noch einen Schwenker, kommt hier durch bis nach Kiel, von dort in der Nähe von Hamburg durch Richtung Holland, dann Belgien, also Brüssel, dann Lille, Aachen, Köln und nachher alles dem Rhein entlang Richtung Frankfurt, Frankfurt, Prag, Krakau und dann geht er weiter von Krakau Richtung Slowenien, Italien, Frankreich, Spanien bis nach Portugal. Ich schreibe es dann unten noch hin, wie der genau heißt. Jetzt geht der Wanderweg durch eine Minigolfanlage. Weg von der Flensburger Förde. Schöne Anlage. Und da vorne fängt jetzt dann wieder meine Steigung an. Durch diesen Tunnel bin ich jetzt gerade gekommen. Da oben ist die Schnellstraße Richtung Dänemark von Flensburg. Und ich muss jetzt da noch weiter den Hügel hinauf. Geht zwar, glaube ich, nicht mehr so weit. Da ist auch noch ein Parkplatz. Da habe ich jetzt einen schönen Single Trail. So etwas macht Spaß. Und die Vögel, so schön, nur dieser Verkehrslärm da unten, das stört mich jetzt ein bisschen. Mal eine Rundumsicht, da ist noch ein Wassergraben und da hier geht jetzt mein Weg weiter. Und von da hier komme ich. Und da sollte laut meiner Karte noch eine Hütte stehen. Das ist aber keine mehr. So, jetzt gehe ich da weiter. Schöner Weg. Eine Autobahn. Durch den Wald, eine Wanderautobahn. Was ist dann da vorne?
Ah, da ist der Weg schon rundherum angelegt. Und ein bisschen morastig. Man kann gut auf der Seite durch. Von da hinten bin ich jetzt gekommen, da kommt auch so ein Weg raus hier. Und den da muss man wirklich gut schauen, dass man den nicht verpasst. Gehe ich da wieder diesen Wald hinein. Sonst gut markiert, nur mit diesem Kreuz, das man da hier sieht. Da gehen wahrscheinlich nicht so viele Leute durch. Aber es ist romantisch. Jetzt habe ich den Wald verlassen. Und da gehe ich jetzt langsam Richtung dänische Grenze. Einen kleinen See. Oder mehr so ein Sumpfgebiet. Da bin ich auf einer geteerten Straße. Jetzt nähere ich mich mit großen Schritten der deutsch-dänischen Grenze. Da auf der anderen Seite ist schon Dänemark. Und da hier ist noch Deutschland. Aber es geht nicht mehr lange. Überschreite ich die Staatsgrenze. Da in diesem Gebüsch geht die Grenze durch. So, und von hier an befinde ich mich jetzt in Dänemark. Es sind Zollgebäude hier und ich gehe jetzt da hier hoch.